Ein unerklärlicher Tod, eine skrupellose Entführung, ein mysteriöser Unfall und schließlich noch ein tragischer Todesfall. In nur kurzer Zeit häufen sich die rätselhaften Tragödien bei der Familie Harrison, bis schließlich eine gesamte Familie ausgelöscht ist. Doch sind das wirklich erschreckende Zufälle? Oder steckt etwas anderes, viel düstereres hinter den Schicksalsschlägen? In den frühen 1960er Jahren lernen sich Bridget und Bill bei der Arbeit kennen. Bridget ist Schauspielerin am Stratford Theater in der kanadischen Provinz Ontario. Bill arbeitet im Vertrieb und ist Geschäftsführer einer Firma für Requisiten und Kostüme. Die beiden verlieben sich ineinander, heiraten 1969 und ziehen in die Großstadt Mississauga, die westlich von Toronto liegt. In der 3635 Pitch Pine Crescent ziehen sie in ein vornehmes Haus mit großem Grundstück. Niemand ahnt, dass es 40 Jahre später zum Mittelpunkt von drei rätselhaften Todesfällen wird und als House of Horror in Kanada bekannt wird. Bridget Harrison beginnt zuerst als Lehrerin zu arbeiten, übernimmt dann die Schulleitung und arbeitet schließlich in der Schulbehörde. Bill arbeitet als leitender Angestellter bei einem großen kanadischen Handelskonzern, er liebt Jazz, das Gärtnern, Sport und engagiert sich als Baseballtrainer. Auf natürlichem Weg kann das Paar keine Kinder bekommen. Deshalb adoptieren sie 1973 den damals 6 Monate jungen Caleb. Bill bezeichnet Caleb als seinen besten Freund, doch er bereitet seinen Eltern auch Schwierigkeiten. Er provoziert in der Schule und benimmt sich schlecht. Und besonders Bridget kommt oft an die Grenzen ihrer Erziehung, was darin ausartet, dass Caleb und seine Mutter streiten. Oft ist Bill dabei der ruhige Streitschlichter. Nach der Schule beginnt Caleb in der Versandabteilung bei My Favorite Doll zu arbeiten, einem Fachgeschäft in Mississauga, das Barbie-Puppen an Sammler verkauft. Im Herbst 2000 arbeitet dort auch die damals 19-jährige Melissa Merritt. Sie hat gerade die Schule abgeschlossen und wirkt wie das nette Mädchen von nebenan. Der 27-jährige Caleb und Melissa verstehen sich sofort. Sie fangen an, sich zu daten und werden ein Paar. 3 Jahre später sind sie verheiratet, haben 2 Kinder und wohnen nicht weit entfernt von Calebs Eltern. Er ist ein hingebungsvoller Vater, der alles für die beiden macht und tätowiert sich sogar den Namen seines Sohnes und seiner Tochter. In der Ehe mit Melissa läuft es hingegen weniger gut. Das Paar hat Geldsorgen, es gibt häufig Streit und Caleb kämpft mit einer Alkoholsucht. Doch auch Melissa ist keineswegs das nette Mädchen von nebenan, für das sie sich gerne ausgibt. Immer wieder wird sie beim Lügen erwischt, um selber besser dazustehen und Caleb zu schaden. Im Frühjahr 2004 behauptet sie, sie hätte Eierstockkrebs. Später heißt es hingegen in einer eidesstattlichen Erklärung: Ich gebe zu, dass ich bei einem Gesundheitsproblem übertrieben habe. Ich wurde wegen einer Zyste behandelt und ich habe das Ganze aufgebauscht, weshalb unsere Familie in Angst bekam, ich hätte Krebs. Im Juni 2005 verständigt Melissa die Polizei. Caleb hätte sie geschlagen. Dieser sagt jedoch, dass er sich nur gewehrt habe. Seine Frau habe ihn angegriffen, ihre Daumen in seine Augen gedrückt und ihn gekratzt. Trotzdem muss Caleb 3 Tage im Gefängnis verbringen. Nur wenige Monate später zeigt Melissa Caleb erneut an. Er hätte sie angeblich angegriffen. Als die Polizei ihn allerdings vernehmen will, stellen sie fest, dass er 1/2 Stunde entfernt bei seinen Eltern ist und zusätzlich verletzt ist und an Krücken geht. Er hätte Melissa nicht mal angreifen können. Im Sommer 2005 trennen sich Caleb und Melissa. Ein erbitterter Sorgerechtsstreit beginnt. Melissa verweigert Caleb, seine Kinder zu sehen und für ihn geht das Leben weiter bergab. Im Juli 2005 bricht er zu einer Party mit Freunden auf. Eigentlich hatte er vor, nicht zu trinken und will Fahrer für seine Freunde sein, doch seine Alkoholsucht hat ihn im Griff und er trinkt. Am Ende des Abends ist er stark angetrunken, seine Freunde wollen nicht mehr, dass er in dem Zustand Auto fährt, doch Caleb kann sich nicht beherrschen. Er steckt in den Wagen seiner Mutter. Seine Freunde gehen zu Fuß von der Party nach Hause. Auf dem Weg zum Haus seiner Eltern kommt Caleb auf die Gegenfahrbahn. Ein Taxi mit 4 Insassen kommt ihm frontal entgegen und er rast mit 100 Stundenkilometer in das Taxi. Die 4 Fahrgäste werden verletzt, der Taxifahrer stirbt an den schweren Verletzungen und auch Caleb wird schwer verletzt und wegen Totschlags angeklagt. Unter Kaution wird er rausgelassen und darf im Hausarrest weiterhin bei seinen Eltern leben.
Melissa spielt der Autounfall allerdings in die Karten. Sie sieht ihn als Beweis an, dass Caleb kein Vater ist, dem sie die gemeinsamen Kinder anvertrauen kann. Trotzdem entscheidet das Gericht im Oktober 2005, dass Caleb seine Kinder dienstags, donnerstags und jedes zweite Wochenende sehen darf, wenn er sich an seine Kautionsauflagen hält. Sowohl Caleb als auch Melissa lernen neue Partner kennen. Im Winter 2005 kommt Melissa mit dem 28-jährigen Christopher Fattore zusammen. Er ist groß, breit gebaut, stammt aus dem italienischen Viertel Torontos und arbeitet als Gelegenheitshandwerker. Bereits im Frühjahr 2007 wollen die beiden heiraten. Doch die große Trauung fällt ins Wasser, Melissa ist immer noch offiziell mit Caleb verheiratet. Sie ging allerdings davon aus, dass man nach 2 Jahren automatisch geschieden sei. Innerhalb von 5 Jahren bekommt sie mit Christopher 4 weitere Kinder. Melissa ist nun 6-fache Mutter und hält mit Gelegenheitsjobs die Familie über Wasser. Aber das Geld ist immer knapp und oft muss die Familie sie finanziell unterstützen. Über Jahre zieht sich das Gerichtsverfahren von Caleb wegen Totschlags hin. Anfang 2009 wird er schließlich zu 18 Monaten Haft verurteilt. Caleb und Melissa teilen sich mittlerweile zu gleichen Teilen das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder, nicht zur Freude von Melissa. Calebs aktuelle Freundin beschreibt ihn als liebevollen Vater und Bill und Bridget gehen auf in ihrer Rolle als Großeltern. Doch die Kinder lieben es, bei ihren Großeltern zu sein. Sie haben dort eigene Zimmer, einen großen Garten zum Spielen und Bill und Bridget nehmen aktiv an ihrem Leben teil. Sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben, fahren sie zur Schule und ermöglichen ihnen alles, was sie wollen. Es ist ein komplett anderes Leben als bei Melissa und Christopher, die ständig in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Zu Calebs Haftstrafe ordnet das Gericht allerdings an, dass die beiden Kinder weiterhin zu Bill und Bridget Harrison sollen und diese nun das Sorgerecht ihres Sohnes übernehmen. Es sei wichtig, dass die Kinder trotz der Haftstrafe des Vaters ihre gewohnte Routine beibehalten. Melissa ist darüber allerdings erzürnt. Sie schreibt in einer Mail an Bill und Bridget, wenn Caleb sich schon nicht um die Kinder kümmert, dann sollte das niemand außer mir tun. Aber sie kann nichts gegen das Gerichtsurteil tun. Im März 2009 tritt Caleb seine Haftstrafe an. Doch nur einen Monat später überschattet der erste rätselhafte Todesfall die Familie Harrison. Am Abend des 16. April 2009 kommt Bridget von der Arbeit nach Hause. Bill sollte schon längst zu Hause sein, aber als sie das Haus in der 3635 Pitch Pine Crescent betritt, begrüßt er sie nicht wie gewohnt. Sie ruft nach ihm, sucht das Haus ab, doch niemand scheint da zu sein. Bis ihr auffällt, dass die Tür zur Gästetoilette unten geschlossen ist. Sie ist sogar verschlossen. Bridget muss mit einer Haarnadel das Schloss öffnen, um im Gästebad ihren leblosen Mann zu finden. Sie ruft sofort einen Rettungswagen, doch Bill atmet nicht mehr. Die Einsatzkräfte können nur noch den Tod von Bill Harrison feststellen. Doch wie kann das sein? Bill hatte keinerlei Vorerkrankungen, ist gesund, sportlich und fit. Die Polizei ist angehalten, plötzliche Todesfälle zu untersuchen. Der Rechtsmediziner, der kurz vor 23 Uhr im Haus eintrifft, bemerkt seltsame Abschürfungen und rote Streifen am Hals, die von einer Kette stammen könnten. Trotzdem kommt die Polizei zur Annahme, dass der Tod natürlich ist. Auch die Obduktion liefert keine zufriedenstellenden Antworten. Jedoch ist die Pathologie in Mrs. Sorger nicht geübt in Morddelikten. Die Stadt ist ruhig und wenn es Verbrechen gibt, werden diese in der benachbarten Metropole Toronto untersucht. Der Pathologe kann keine natürliche Todesursache feststellen. Bill hatte keine Krankheiten, keine Herzanomalien, nichts. Stattdessen findet der Pathologe Abschürfung am Hals, Einblutung an der Kopfhaut und ein gebrochenes Brustbein. Anzeichen, die einen eigentlich hätten hellhörig werden lassen sollen. Doch stattdessen sucht der Pathologe Erklärung für die Verletzung. Er denkt, dass Bill einen Kollaps hatte und sich am Waschbecken oder an der Toilette das Brustbein brach. Doch Fotos vom Tatort schaut er sich nicht dazu an. Erst Monate später legt das gerichtsmedizinische Gutachten vor. Bill starb eines natürlichen Todes. Bridget ist schockiert über den Bericht. Niemand hat ihre Zweifel für voll genommen. Schließlich ist es merkwürdig, dass kein Licht im Haus brannte und Bill, der allein war, die Badtür abschloss. Doch lange kann sie sich nicht mit den Ungereimtheiten zum Tode ihres Mannes befassen, denn nur einen Tag nach dem tragischen Verlust ihres Mannes trifft sie der nächste Schock.
Ihre Enkelkinder sind verschwunden. Noch in der Nacht von Bills Tod verlassen Melissa und Christopher fluchtartig ihr Haus. Sie kündigen alles und färben die Haare der 6 Kinder. Während Bridget am 17. April 2009 den Tod ihres Ehemannes am Abend zuvor verkraften muss, kontaktiert morgens die Schule von Calebs Kindern Bridget. Sie sind nicht zum Unterricht erschienen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass das alles ein Zufall sein soll. Erst stirbt ihr Mann unter mysteriösen Umständen und noch in derselben Nacht verschwindet Melissa mit ihren Enkeln, wegen denen es schon vorher immer Streit gab. Doch die Polizei kann zunächst nicht viel machen, da Melissa das halbe Sorgerecht hat. Einen Tag nach Bills Beerdigung wird Bridget das volle Sorgerecht der Enkel zugesprochen, wodurch eine landesweite Fahndung nach Melissa wegen Kindesentführung eingeleitet werden kann. Doch obwohl Bridget immer wieder bei der Polizei betont, dass Bills Tod möglicherweise etwas damit zu tun haben könnte, wird seinen Todesumständen nicht weiter nachgegangen. Die Polizei konzentriert sich nur auf die Kindesentführung. Erst im November 2009 kann das Paar mit ihren 6 Kindern, die unter falschen Namen durch Kanada reisten, geschnappt werden. Melissa wird auf Kaution aus der Haft gelassen und darf ihr Haus nicht verlassen. Doch im April 2010 wird sie gesehen, wie sie um das Haus der Harrisons fährt. Sie wird erneut wegen Verletzung der Kautionsauflagen verhaftet und muss 3 Tage im Gefängnis verbringen. Die Enkel von Bridget leben seit der Entführung in der Obhut ihrer Großmutter und auch Caleb wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Es scheint wieder Normalität in die Familie einzukehren. Doch diese hält nicht lange. Am 21. April 2010, einen Tag vor der Anhörung im Entführungsfall, kommt Calebs Sohn nach Hause. Er öffnet die Haustür und sieht, wie seine Großmutter am Fuß der Treppe liegt. Ihre Augen blicken leblos ins Leere. Der 8-Jährige rennt sofort zum Haus der Nachbarn, die einen Krankenwagen rufen, doch jede Hilfe kommt zu spät. Bridget Harrison ist tot. Nur ein Jahr nach dem seltsamen Unglück ihres Mannes tummeln sich nun wieder Polizei und Rettungskräfte in der 3635 Pitch Pine Crescent. War Bridget wirklich die Treppe runtergestürzt oder handelte es sich um einen Mordfall? Erneut wird eine Obduktion angefordert. Sie stellen fest, dass Bridget Abschürfung und Einblutung am Hals und am Kinn hat. Außerdem sehen sie, dass sie kleine rote Punkte in den Augen hat. Es sind geplatzte Blutgefäße, die oft Opfer von Erwürgung zeigen. Allerdings hat Bridget Harrison auch gebrochene Knochen, die auf einen Treppensturz hindeuten, wie die Polizei es vermutet. Trotzdem ist es nicht eindeutig, wie es zu der Kombination dieser Verletzung kommen kann. Deshalb wird der Chefpathologe Dr. Michael Polanen hinzugezogen. Ihm scheint es merkwürdig, dass innerhalb eines Jahres 2 seltsame Todesfälle im Haus passieren. Und auch die Verletzung von Bill findet er mehr als auffällig. Dr. Polanen verlangt, dass die mysteriösen Unfälle und die Todesfälle der Familie Harrison der erfahrenen Mordkommission übergeben werden. Doch das geschieht nicht. Die Untersuchungen bleiben bei der kleinörtlichen Polizeibehörde. Warum gegen die Einschätzung des Pathologen vorgegangen wurde, darüber schweigt die Polizei von Mrs. Sorka. Die Polizei befragt Caleb und die Angehörigen der Familie Harrison und sie alle kommen zu einer Mutmaßung. Es sind keine tragischen Unfälle oder natürliche Todesumstände. Bridget und Bill wurden ermordet, von keinem Geringeren als Melissa Merritt und Christopher Fattore. Es können keine Zufälle sein, dass Melissa, ihr Mann und die Kinder in der Nacht von Bills Tod fluchtartig mit falschem Namen und anderem Aussehen aufbrachen, um durchs Land zu reisen. Es kann außerdem kein Zufall sein, dass Bridget einen Tag vor Melissas Anhörung zur Kindesentführung starb. Besonders Caleb macht das gegenüber der Polizei deutlich, doch stattdessen rückt er in den Fokus der Ermittlung. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Caleb und seine Mutter kein gutes Verhältnis haben, doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Und auch Melissa wird befragt. Sie sagt, dass sie am Tag von Bridges Tod die Kinder zu Hause betreut habe. Allerdings betont sie in ihrer Vernehmung auch immer wieder, dass die Beziehung zwischen Caleb und seiner Mutter schlecht war und versucht scheinbar etwas über die Todesumstände herauszubekommen. I don't know anything that would have happened to her. I've got my worries about things, but... And what would those worries be? Well, not so much worries, just... when I was with Caleb, I don't want to be like, I've already been told by Detective Amoroso that fingers are being pointed, and I'm not in any way pointing fingers, because that's not why I'm here.
But when I was with Caleb, he didn't have a good relationship with his mom. Okay. And I'm not saying that's enough to do something to her, but he didn't have a great relationship with his mom. They had, you know, they would argue a lot. I know that they had a rough, you know, growing up stage where they wouldn't get along. I don't know. Like, and again, I don't know how she died. I don't know what she looked like. I don't know if she was assaulted. I don't know if she looked I don't know anything about that. So I don't want to be making any assumptions that he beat the hell out of her and she died, because I don't know. Like, I don't know what she looked like. You know, like, if, you know, her face was all bashed in, then maybe it would be a little bit more stronger. Ihr Mann Christopher sagt aus, dass er zuerst Einkäufe erledigt hatte und dann in seinem Hinterhof arbeitete. Diese beiden Aussagen bestätigen Überwachungsvideos. Er sagt allerdings aus, dass er danach bei Melissas Großmutter war. Diese wird jedoch nie befragt, ob Christophers Aussage stimmt. Die Ermittlungen der Polizei verlaufen ins Nichts. Währenddessen deklariert Dr. Michael Polainen Bridgets Tod als ungeklärt, der dringend von der Polizei untersucht werden muss. Doch das geschieht nicht. Es gibt keine Hausdurchsuchung, keine Analysen von Handydaten, keine DNA-Analyse und keine Observation. Sie wissen nichts von den alarmierenden Suchanfragen, die Melissa kurz vor Bridgets Tod googelte. Was ist, wenn ein Großelternteil das Sorgerecht hat und stirbt? Bridget Harrison. Wenn ein Großelternteil das Sorgerecht hat und stirbt, wer bekommt die Kinder? Und wie lange dauert es, bis man stirbt, wenn man erwürgt wird? Stattdessen schließt die Polizei im September 2010 den Fall. Doch nur 3 Jahre später sollen sie wieder in die 3635 Pitch Pine Crescent ausrücken, wegen eines mysteriösen Todesfalls. Am Abend des 22. August 2013 ist der mittlerweile 40-jährige Caleb bei einem Baseballspiel seiner Kinder, so wie es sein Vater früher tat, engagiert sich nun auch Caleb als Trainer für Kinder und Jugendliche. Auch Melissa und Christopher sind an diesem Abend beim Spiel dabei. Nachdem die Polizei keine belastenden Beweise gegen das Paar fand, erlaubte Caleb, der nach dem Tod seiner Mutter das volle Sorgerecht bekam, dass Melissa die Kinder sehen durfte. Doch Caleb will das nicht mehr. Zu groß ist trotz der Ermittlungen die Angst, dass Melissa wirklich etwas mit dem Tod seiner Eltern zu tun haben könnte. Dieser Abend sollte der letzte sein, an dem seine Ex-Frau die beiden gemeinsamen Kinder unbeaufsichtigt sehen darf. Nachdem das Spiel vorbei ist, fährt Caleb zum Haus seiner Eltern, in dem er lebt. Er schaut fern, telefoniert noch mit seiner Freundin und legt sich gegen 23 Uhr schlafen. Sein Handy stellt er in den Flugmodus wie jede Nacht. Am Morgen des 23. August 2013 kommt die Haushaltshelferin zum Putzen. Sie hat einen Schlüssel und es ist nicht ungewöhnlich, dass Caleb schon bei der Arbeit ist. 2 Stunden putzt sie, bis es an der Tür klingelt. Ein Arbeitskollege von Caleb steht vor der Tür, denn er ist an diesem Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Die beiden gehen hoch ins obere Geschoss und gehen ins Schlafzimmer. Die Tür ist immer verschlossen, denn die Haushaltsangestellte soll darin nicht putzen. Caleb liegt noch im Bett. Die Decke ist bis zum Kinn hochgezogen, doch er atmet nicht mehr. Diesmal bietet sich der Polizei ein Bild, das keinen Zweifel mehr offen lässt. Caleb hat Quetschungen und Abschürfung am Hals, Kratzwunden an der Brust und Verletzungen an den Fingern, die auf einen Kampf hinweisen. Diesmal gibt es keine Zweifel, dass Calebs Tod ein Mord ist und dass Melissa und Christopher die möglichen Tatverdächtigen sind. Die beiden werden beschattet und unter Calebs Fingernägeln finden sie eine DNA-Spur. Als Christopher beim Einkaufen einen Kaffee trinkt und den Becher wegschmeißt, sichern verdeckte Detectives das Beweisstück. Die DNA stimmt überein. Außerdem finden sie im Müll der beiden verdächtige Latexhandschuhe. Außen kann die DNA von Caleb Harrison sichergestellt werden, innen die von Christopher Fattore. Nur 2 Wochen nach dem Mord beantragt Melissa das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder. Es wird ihr zugesprochen, ohne dass sie weiß, dass die Polizei jeden ihrer Schritte kontrolliert. Erneut versucht sie mit Christopher und den Kindern durchs Land zu fliehen, doch die Polizei ist den beiden voraus. Sie installieren Wanzen in den billigen Absteigen, in denen sich Melissa und Christopher anmelden. Im Januar 2014 hat die Polizei genug Beweise gegen die beiden und sie werden festgenommen. Nach einem 13-stündigen Verhör gesteht Christopher Fattore schließlich. Er wollte Melissa eine bessere Chance auf das Sorgerecht verschaffen. Sie sei nicht in seinen mörderischen Plan eingeweiht. Am Abend des 22. August 2013 hätte er sich schwarze Latexhandschuhe in Walmart gekauft und sei ins Haus von Caleb mit einem Baseballschläger eingedrungen.
Den Schlüssel zur 3635 Pitch Pine Crescent hatte er Calebs Sohn gestohlen. Im Schlafzimmer schlug er auf Caleb ein, dieser wehrte sich noch und es kam zu einem Kampf. Doch Caleb war dem bulligen Christopher unterlegen. Er wirkte ihn so lange, bis Caleb nicht mehr atmete. Doch nicht nur diesen Mord gesteht er, sondern auch den an Bridget Harrison. Auch sie hatte er erwürgt und dann die Treppe hinuntergestoßen, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Dass er auch Bill Harrison getötet habe, bestreitet er. Ebenso, dass Melissa in irgendeiner Weise involviert gewesen wäre. Doch die Polizei kann es nicht so wirklich glauben und sie hören weiter ein dreistündiges Gespräch ab, das Christopher in Untersuchungshaft mit Melissa führt. Sie sprechen darüber, dass Christopher die Schuld auf sich nimmt, damit sie nur wegen Beihilfe angeklagt werden kann und dass seine Eltern Melissa als Carla Homolka titulieren. Immer wieder verspricht sich Melissa, redet von den Taten an Bridget und Bill. Ihr Mann korrigiert sie dann, es geht um Bridget und Caleb. Die Polizei durchsucht auch den Laptop der beiden. Neben den Suchanfragen vor Bridgets Tod wurde auch einen Monat vor Calebs Tod gegoogelt, einfache Arten zu töten und davonzukommen. Nach 4 Jahren Untersuchungshaft beginnt im September 2017 der Prozess gegen Melissa Merritt und Christopher Fattore. Die Staatsanwaltschaft will vor Gericht beweisen, dass das Ehepaar für die 3 Morde an der Familie Harrison verantwortlich war. Doch es gestaltet sich als schwierig nachzuweisen, dass Bill ermordet wurde. Sein Leichnam wurde verbrannt. Alles, was die Zuständigen haben, ist der dürftige Obduktionsbericht. Dr. Michael Polanen sagt aus, dass es sein könnte, dass es einen Angriff gegen ihn gab, wodurch Bills Brustbein brach. Doch der Obduktionsbericht ist nicht detailliert genug, um ohne erneute Untersuchung ein eindeutiges Ergebnis zu bekommen. Melissa bestreitet vor Gericht sämtliche Mitschuld an den Morden. Sie habe von den Taten ihres Mannes nichts gewusst. Doch die Staatsanwaltschaft kann ihr nur eine Mittäterschaft im Mord an Caleb nachweisen, da sie ihrem Mann ein Alibi gab. Auch der Mord an Bill Harrison kann nicht mehr nachgewiesen werden, weshalb Christopher Fattore nur wegen der Morde an Bridget und Caleb verurteilt wird. Sowohl Melissa als auch Christopher bekommen eine lebenslängliche Haftstrafe. Eine Chance auf Bewährung haben sie somit erst nach 25 Jahren. Die Hinterbliebenen der Familie Harrison sind alle anwesend bei der Urteilsverkündung. Auf der einen Seite ist die Strafe endlich eine Genugtuung für sie. Doch der Prozess kann ihre vielen Fragen nicht beantworten. Wie konnte es so weit kommen, dass Melissa und ihr Mann ungehindert Bill, Bridget und Caleb töten konnten? Warum nahm die Polizei ihre Sorgen nicht ernst? Und warum musste es erst 3 rätselhafte Todesfälle geben, bis die Polizei ihre Ermittlungen begann?